In der Nähe des Ortszentrums von Kuchl wurde mit viel Know-how und Einfühlungsvermögen ein modernes Vorzeigeprojekt realisiert, bei dem nachhaltige Baustoffe eine große Rolle spielen. Insgesamt 22 Wohnungen konnten den neuen Mietern übergeben werden. Und das Besondere an diesem Projekt ist das Gesundheitszentrum. Es war einfach von Anfang an die Idee, hier in Kuchl ein Zentrum zu schaffen, wo Gesundheit, Pflege, Betreuung, alles was rund um die Gesundheit ein Thema ist, hier anzusiedeln. Und die Frau Dr. Daubeck, eine neue Hausärztin in Kuchl, hat ja schon Anfang September ihre Ordination eröffnet. Insgesamt wurden rund 7,3 Millionen Euro verbaut. Mit dem neuen Gesundheitszentrum wird Kuchl in Sachen Gesundheit zum Vorbild. Eine junge Allgemeinmedizinerin fängt hier mit der Ordination an und wird dann in Zukunft um sozusagen die Hausärztin herum dieses Gesundheitszentrum ausgebaut. Es werden andere Gesundheitsberufe auch hier tätig werden und damit ist die Versorgung der Bevölkerung für die Zukunft gewährleistet. Auch Bürgermeister Andreas Wimmer ist froh, dass dieses Projekt in dieser Größe verwirklicht werden konnte. Ich glaube, dass das eine perfekte Lösung ist, wo das Gesundheitszentrum, Wohnungen und auch ein Gewerbebetrieb installiert sind. Das kann man super vereinbaren miteinander. Da zeigt man, dass es zukunftsweisend sein kann für viele andere Bereiche genauso. Man sieht, das geht miteinander. Man kann das sehr gut verbinden. Das ist da, glaube ich, bestens gelungen. Die Ordination ist mit modernsten Geräten ausgestattet. Die zentrale Lage hat viele Vorteile. Es ist die Bahn in der Nähe, es ist der Bus in der Nähe, es sind einfach Parkplatzmöglichkeiten jetzt geschaffen worden und es ist einfach eine gute Erreichbarkeit und wir sind einfach rollstuhlmobil, also wir sind wirklich behindertengerecht und das, glaube ich, wird von vielen Leuten gut angenommen. Neben dem Tennengau werden auch in allen anderen Bezirken Primärversorgungseinheiten entstehen. Es ist so, dass wir im neuen regionalen Strukturplan vorgesehen haben, dass insgesamt im Bundesland Salzburg 5 Primärversorgungseinheiten entstehen. Hier mit Kuchl und dem gesamten Tennengau im Netzwerk wird eines davon sein und in den anderen Bezirken müssen wir auch welche aufbauen. Nach den Plänen des renommierten Salzburger Architektenbüro Kofler Architects entstand auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück das neue Gesundheitszentrum. Noch gibt es freie Flächen. Wir haben derzeit noch einige Ordinationen für Spezialfachärzte zur Verfügung oder auch für Therapeuten im Ausmaß von 15 Quadratmeter bis 150 Quadratmeter. Die Grundgerisse sind noch individuell planbar. Die Salzburg Wohnbau hat mit diesem gelungenen Projekt wieder einmal bewiesen, der richtige Partner für Gemeinden zu sein. Die Zusammenarbeit mit der Salzburg Wohnbau ist aus meiner Sicht hervorragend. Wir haben sehr viele Projekte mit Salzburg Wohnbau schon gemacht, ohne Probleme. Ich habe nie Beschwerden gehabt, ich habe nie irgendwelche Fragen gehabt, dass zu mir gekommen sind. Das ist überhaupt kein Thema, keine Schwierigkeiten, perfekt gelungen. Vermehrt wird auf die Realisierung von Projekten gesetzt, die Wohnen mit sozialer, gesundheitlicher Nahversorgung vereint. Ein richtiger Schritt in die Zukunft.